Hallo, liebe Podcast-Community und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in deinem Business-Podcast Change einfach machen. Es ist wieder Freitag und deshalb begrüße ich auch dich, lieber Zuschauer, im heutigen Podcast. Ich bin Ulrike Winzer, die Gastgeberin im Podcast und heute haben wir ein ganz besonders spannendes Thema, nämlich das Thema Stimme. Eine Stimme stimmt ein, und Stimme bewegt. Das ist nicht nur im Podcast so, das ist im ganzen Leben so. Und darum dreht sich unser heutiges Interview. Dafür habe ich mir natürlich einen Experten gesucht, um genauer zu sein, eine Expertin. Sie ist Rednerin, Trainerin, Autorin, Coach, Sprecherin für Werbe- und Imagefilme. Kurz gesagt, sie ist Stimme. Ich freue mich sehr, dass sie sich sogar im Urlaub die Zeit nimmt, Gast in meinem Podcast zu sein. Deshalb ein ganz großes, herzliches Willkommen, Dr. Monika Hein. Hallo Ulrike, schön da zu sein. Ja, ich freue mich auch, dass du da bist. Ich habe ein paar kurze Worte ja jetzt schon so als Einstimmung über dich gesagt. Stell du dich doch in deinen eigenen Worten mal vor. Wer bist du und was tust du? Ja, du hast es schon so toll gemacht, da fällt mir gar nicht mehr viel zu ein. Also ja, Thema Stimme ist das Zentrum meiner Arbeit und das ist jetzt schon sehr, sehr lange so. Es hat angefangen mit 16, da habe ich angefangen, meine ersten Gesangsstunden zu nehmen und mein Gesangslehrer damals hat alles so genau erklärt, dass ich, glaube ich, fürs Leben versaut war. Ich musste immer was man mit Stimme macht und beziehungsweise welche Übungen für was gut sind. Mhm. Und das war meine erste Prägung, nicht nur die Stimme zu benutzen, sondern auch zu verstehen, was passiert da eigentlich, wenn ein Ton aus einem Menschen rauskommt. Und ich glaube, die Gesangslehrer später und die Sprechlehrer später hatten es immer ein bisschen schwer mit mir, weil ich immer gefragt habe, warum ist das so? Was passiert da genau? Und ich glaube, das war wirklich ein bisschen anstrengend, weil ich da sehr investigativ war, auch an der Uni später. Und insofern, was mache ich? Also ich arbeite mit dem Thema Stimme. Ich arbeite damit einerseits mit Menschen, die sich nicht trauen, weil die seelische Komponente mit der Zeit immer mehr dazugekommen ist zur handwerklichen. Und ich arbeite selber auf der Bühne mit der Stimme. Das heißt, ich will Leute gerne inspirieren, das Thema Stimme für sie als sehr, sehr wirksam zu erfassen und zu verstehen, wie machtvoll das ist. Also, dass man wirklich mit der Stimme unglaublich viel bewegen kann. Mhm. Und ja, in Trainings arbeite ich mit Stimme und Körper und mit Präsentationen. Also mittlerweile nach 16 Jahren Selbstständigkeit ist das manchmal so schwer, auf einen Punkt zu bringen. Was mache ich denn eigentlich? Es ist ein schöner, ein sehr, sehr inspirierender Mix aus verschiedenen Anliegen, die sowohl Stimmklang im Außen betrifft, als auch Stimmen im Innern. Mhm. Ich möchte nochmal auf deine Historie zurückgehen. Du hast das ja gerade schon so ein bisschen angedeutet. Du hast ein Musical-Studium in Hamburg absolviert, dann hast du Phonetik und Pädagogik studiert und dann hast du schließlich noch eine Promotion on top gesetzt über das Atmungsverhalten von Musical-Sängerinnen. Ist das jetzt nur durch den Musiklehrer entstanden, dass du so für dieses Thema brennst, dass dich das so fasziniert? Ich glaube, bei mir wächst das immer aus, ich sag mal, Problemen oder Herausforderungen heraus. Also das Thema, was ich untersucht habe in der Doktorarbeit, war das Thema Belting, also wirklich im Musical diese kraftvolle Stimmgebung, die sehr emotional ist, also die sehr... Also gefühlt machst du dich auf bis tief in deinen Körper, in deine Seele rein. Und mich hat das fasziniert, weil ich es selber nicht konnte damals. Und ich wollte wissen, erstens ist es gesund, weil Stimmgesundheit interessiert mich immer sehr. Was kann man tun, damit die Stimme wirklich belastbar bleibt? Gerade für viele Redner ist das total relevant. Mhm. Was kann ich tun, damit die Stimme belastbar bleibt? Und was kann eben so eine Musical-Sängerin tun? Weil es einfach viele, viele stimmkranke Sänger auch gibt oder Sängerinnen. Und da es eine ausgesprochen weibliche Technik ist, zumindest in meinem Verständnis, habe ich mich damals halt mit Sängerinnen beschäftigt. Und ja, Faszination, also ich glaube, ich bin grundsätzlich einfach ein sehr neugieriger Mensch, ob das dann Musik ist oder dann der Zusammenhang zu vielleicht psychischen Erscheinungen oder so. Also die Musik war der Ursprung in der Tat, also meine Eltern sind beide Musiker, sodass sich das sehr, sehr geprägt war.
der Gesangslehrer damals hat natürlich nochmal so einen Kick gegeben, aber die Grundneugierde zum Thema Musik, die kommt durchaus aus meiner Familie. Also da war Musik ganz, ganz oben, aber es war klassische Musik. Da habe ich mich nicht so hingezogen gefühlt damals, das wurde mit der Zeit ein bisschen mehr, aber tatsächlich war es Musical, Pop, Chanson, Jazz, alles das, was mich fasziniert hat. Und dann kam irgendwann der Turn zum Thema Sprechstimmen. Ja, okay. Du hast einen Vortrag, der lautet, stimmt die Stimme? Wie finde ich denn heraus, ob meine Stimme stimmt? Meistens findest du das raus an den Reaktionen der anderen oder wie verläuft gerade eigentlich mein Gespräch, meine Diskussion. Und ich finde immer, dass wir die Möglichkeit haben, und daran denken viele nicht, den Ton zu verändern. Mhm. Zum Beispiel? Na, die Intensität, die Lautstärke zum Beispiel. Also gerade, wenn wir in Konflikten stecken, was ja häufig in Unternehmen auch der Fall ist, nicht nur da, sondern auch in unterschiedlichen Kontexten. Immer wenn wir in Konflikten sind, können wir Gesundheit. Jetzt will er nicht mehr. Da können wir den Ton verändern und können sozusagen eine neue Weggabelung einschlagen. Und das ist immer verbunden mit Einfühlung. Also merke ich, kriege ich mit beim anderen, dass da was schief läuft, kann ich mich neu entscheiden mit meinem Stimmton. Und das finde ich mittlerweile ein sehr zentrales Thema. Also dieser provokante Titel, stimmt meine Stimme, ist natürlich, also das hat ja einen hehren Anspruch, dass wir immer den richtigen Ton treffen. Aber tatsächlich ist es eher so diese Wachsamkeit, was macht meine Stimme gerade im Kontext? Kann ich mich neu entscheiden? Kann ich die anders führen? Oder bleibt das jetzt im Gespräch so und wir prallen mit Druck, erzeugt Gegendruck und dann haben wir den Salat und sind beide laut? Mhm. Das führt in der Regel zu nicht so richtig viel, zumindest nicht momentan. Mhm. Du hast ja eine sehr präsente, eine sehr warme und weiche Stimme. Hattest du das schon immer oder hast du dir das auch antrainiert? Ich glaube, ich hatte die Anlagen dazu. Also meine Mutter selber ist auch Altistin, also hat eine tiefere Stimme. Und wir leben ja alle mit familiären Vorbildern. Also ne, wir kriegen das ja mit, was zu Hause gesprochen wird. So klingen wir dann oftmals auch. Und ich glaube nicht, dass sie so war, wie sie jetzt ist. Und ich glaube, bei mir war ganz viel das Unterrichten von Schauspielern. Wenn du 3 Klassen mit 15 Schauspielern hast und das alles vormachst, immer wieder, dann trainierst du automatisch deine Stimme mit. Ja. Und irgendwann habe ich meine Mailbox mal besprochen und dachte, oh, was da gerade passiert, das ist ja komplett anders geworden. Und also das tägliche Machen mit den Menschen, das tägliche Vormachen, ich brauche nicht mehr extra üben, weil ich sowieso dauernd vormache. Mhm. Welche Relevanz hat denn das Thema Stimme aus deiner Erfahrung im beruflichen Kontext? Eine große Relevanz in unterschiedlichen Kontexten. Wir haben einerseits natürlich die weibliche Stimme als Thema, was mir auch immer wieder begegnet, dass Frauen sehr, sehr unterschätzt werden aufgrund ihrer Stimmlage. Das heißt, wenn die ankommen und leider klischeehaft einfach sehr hoch und gefällig sprechen, dann werden sie meistens unterschätzt. Das ist schade, weil das nicht stimmt. Also es ist ja nicht gleichzusetzen, eine hohe Stimme ist gleich nicht so kompetent. Das tun wir aber leider. Wir stecken dann die Frau in eine Schublade, wenn noch andere Komponenten dazukommen. Da ist noch die Körpersprache, ne? Da ist noch die Wortwahl. Also wie konkret formuliere ich eigentlich? Wie klar bin ich da? Wie präsent bin ich da? Also es ist nicht nur die Stimme, aber eben im Gesamtpaket geht eine hohe Stimme, eine dünne Stimme häufig auch mit einer geringen Körpersprache einher oder geringe Körperspannung vielmehr. Und das ist mal so ein Thema, wo man sagen kann, das glaube ich, würde vielen Frauen beruflich einiges ermöglichen, wenn sie eine klarere, vollere Stimme hätten. Oder sagen wir nicht lauter, sondern entspanntere, lockere Stimme. Mhm. So, das ist mal so das eine. Das andere ist, dass wir, wie gesagt, in hitzigen Diskussionen oder in auch, was dein Thema ist, in Change-Prozessen, wenn wir da einen anderen Ton miteinander einschlagen würden, würden auch Unternehmen besser zuhören können und besser, wenn durchlässiger, wenn die Stimme nicht so viel Dampf hätte und nicht so viel, ich sag mal, Macho-Ego-Klang da drin wäre. Ich glaube, das täte uns allen ganz gut in den Unternehmen. Das ist jetzt auch eine These, ne? Aber auch Männer können an der Stimme arbeiten und können schauen, das ist ein bisschen das Gegenteil, dass das viele Raum nehmen, was Männer häufig tun, dann auch weicher werden darf. Ne? Also, ja. Also so ganz Geschlechter voneinander abgucken.
Ja, so ganz spontan fällt mir so das Bild Barack Obama und Trump ein. Also Oh. Obama, der ja eine sehr starke, auch beruhigende, klare, präsente Stimme hat, auch sehr akzentuiert. Und Trump, tut es mir immer so ein bisschen in den Ohren weh, wenn ich ihn sprechen höre, Ja. was auch, dann auch mit der Körpersprache dann letztlich zu tun hat. Ja, und der inneren Haltung. Ich glaube, da ist auch noch ganz viel. Mag ich Menschen oder benutze ich sie? Also ich glaube, das Thema ist riesig. Da können wir einen eigenen Ja. machen. Hat denn jetzt im Zuge von Corona das Thema Bedeutung der Stimme auch nochmal zugenommen? Also wenn die Leute sich ja nicht mehr physisch treffen, sondern nur noch so bis hierhin bis zur Brust sichtbar und das Augenmerk dann sich nochmal auf andere Dinge richten muss, ist dann das Thema Stimme noch relevanter? Ja, auf eine Art schon. Also die Stimme über Technik zu hören oder zu senden, also ich sende meine Stimme jetzt zu dir, beziehungsweise zu den Hörern, erfordert einen anderen Mut, also ein anderes Verständnis, weil wir alle wissen, dass die Technik die Stimme auch ein Stück weit verändert. Wir hören uns alle nicht so wahnsinnig gerne auf solchen Aufnahmen. Wir hören uns alle nicht so gerne auf irgendwie dem Anrufbeantworter oder sowas. Und insofern ist das sicherlich für viele eine Herausforderung. So, wie klinge ich eigentlich? Wie wirke ich denn eigentlich? Weil ich so reduziert bin jetzt auf dieses kleine Format und vieles nicht mehr durch meinen eigenen Charme vielleicht wettmachen kann oder durch das gute Outfit oder was auch immer. Also insofern, ja, es hat an Relevanz gewonnen und das Bewusstsein hat zugenommen, dass die Stimme gerade im Online-Kontext wichtig ist, gerade in Konferenzen, wo ich vielleicht präsenter sein will, wo ich klarer sein will, wo meine Stimme wirklich durchdringen soll, damit sie auch wirklich alle Teilnehmer auf der ganzen Welt vielleicht im Meeting erreicht. Ja, also da haben viele jetzt gerade angefangen umzudenken und Ja. gerne bestmöglich präsentieren und das ist ja auch eine gute Sache. Du hast vorhin die Frauen erwähnt, die mit einer hohen Stimme manches Mal sprechen. Für mich wirkt es da manchmal auch so piepsig. Genau. Kann man das trainieren? Es ist ja vielleicht ein bisschen Veranlagung vom Körper gegeben, aber können diese Frauen daran etwas verändern? Auf jeden Fall. Also du hast zwar eine Veranlagung durch die Länge der Stimmlippen, zumindest vermutet man das, auf eine bestimmte Tonlage. Also es gibt eben einfach so pranigere Stimmen, also hellere Stimmen und es gibt tiefere Stimmen. Also wahrscheinlich habe ich relativ lange Stimmlippen im Vergleich zu einer Frau, die relativ hell und hoch spricht. Aber also in diesem Maße, da können wir nicht so viel verändern. Man kann die sich nicht umbauen oder so. Aber was wir können, ist in dem Maße, wie wir unsere Stimmlippen gebaut sind, ich sage übrigens bewusst Stimmlippen und nicht Stimmbänder, weil Stimmlippen im wissenschaftlichen Kontext sozusagen das ganze Konstrukt beschreibt. Stimmbänder ist nur so ein ganz kleiner Teil. Viele wundern sich dann und sagen, wieso sagt sie denn jetzt Stimmlippen und nicht Stimmbänder? Also das zur Erklärung. Aber dieses kleine Instrument in unserem Hals ist durchaus beeinflussbar, also lockerbar. Und es geht darum, die Stimmlippen zu entspannen. Und dann klingt jeder auch noch so von der Anatomie her helle Frauenstimme, klingt dann doch letztlich entspannt und voll und ruhig in ihrem Bereich sozusagen, in ihrem Stimmbereich. Also ja, jede Frau kann das lernen. Und ich habe noch keine getroffen, die da irgendwie, wo das anatomisch nicht möglich gewesen wäre. Was hin und wieder mal eine Hemmschwelle ist, ist, dass sie das Gefühl haben, dann unfreundlich zu klingen oder zu tief zu klingen oder männlich zu klingen. Das ist dann häufig eher so ein Ding bei jungen Frauen, die nicht daran gewöhnt sind, eine volle Stimme zu benutzen, dass sie sagen, jetzt klinge ich aber irgendwie komisch oder jetzt klinge ich unfreundlich. Und da muss man dann eher über die Gewöhnung kommen und Aufnahmen und Feedback von der Gruppe vielleicht. Und das hilft immer ganz gut. Ja. Das heißt, das wäre dann zum Beispiel auch etwas, was man lernt, wenn man zu dir ins Coaching kommt. Denn ich könnte mir vorstellen, Stimmlippen. Das kann man sich jetzt nicht so vorstellen wie den Bauchmuskel, den man anspannt und entspannt. Aber wie komme ich Genau. jetzt an diese Stimmlippen da hinten dran? Die muss ich ja erstmal finden. Also das Genau. wäre zum Beispiel etwas, was du dann in deinen Trainings auch machst. Genau. Also ich erzähle in meinen Trainings viel über das gesamte Konstrukt Stimme. Das heißt wirklich, ich nenne das das stimmliche Mischpult. Da geht es darum, dass wir wirklich einzelne Regler bedienen können, um die Stimme wirklich zu erreichen. Also es sind nicht nur die Stimmlippen, sondern das Zusammenspiel zwischen Körperhaltung, Atmung, Stimmlippen und Artikulation.
Und dann haben wir noch die Möglichkeit zu gestalten, also wirklich mit unserer Melodie zu spielen, mit dem Tempo und mit der Betonung zu spielen. Und diese Dinge, die sind, also ich sage immer dazu, das ist einmal die Pflicht, ja, also wirklich mit dem Körper zu arbeiten und den umzustellen auf eine Art oder umzugewöhnen. Und dann die Kür ist wirklich zu gestalten und zu spielen und verschiedene Sprechwirkungsabsichten einzunehmen. Und diese Dinge, die brauchen halt ein bisschen Zeit und da wird man rangeführt in den Trainings und Coachings. Und es gibt oft Menschen, die sagen, oh Mann, Atmung ist was, da merke ich wirklich richtig viel, da merke ich ganz viel Veränderungen im Körper. Genau. Und das wäre für mich jetzt der erste wichtige Anker. So. Ja. Und dann gucken wir wirklich intensiv aufs Thema Atmung. Oder man merkt eben, es ist wirklich die Artikulation, weil da was fest ist. Die Zunge hält fest oder der Kiefer hält fest oder was auch immer es ist. Ja? Oder so. Mhm. Also bei jedem ist es ein bisschen anders und jeder hat einen anderen Anker. Von daher, ja, man muss die Dinger erstmal finden. Aber da gibt es reichlich Übungen zu, dass man wirklich seinen Körper gut kennenlernt und seine Stimme gut kennenlernt. Also ich merke das jetzt schon, wo du das ansprichst, dieses Thema wirklich auch tief zu atmen und in den Bauch zu atmen. Ich glaube, dass ganz viele Menschen das nicht machen. Und ich gehöre mit Sicherheit auch dazu, dass ich das immer wieder vergesse und so flach atme und gar nicht bis in das ganze Volumen hinein. Genau. Ich habe dich oder wir haben uns vor vielen Jahren auf einer Messe kennengelernt, auf der Zukunft Personal. Für die, die nicht kennen, das ist eine Personalermesse. Und du hast damals dort einen Vortrag gehalten und hast eine Schokoladenübung gemacht. Ja. Die hat mich so begeistert. Vielleicht erklärst du in deinen Worten, was das ist und was der Sinn dieser Übung ist, sodass man es auch nicht sehen muss, sondern allein durch den Podcast sich vorstellen kann, wie sie funktioniert, dass jeder die auch nachmachen kann. Ja, okay. Also das ist auch in der Tat eine meiner Lieblingsübungen und ich glaube auch der größte Anker für viele ehemalige Teilnehmer, die mich wiedersehen und dann auf einmal ankommen und sagen, Schokolade. Also tatsächlich hat es mit Genuss zu tun und mit Schokolade. Die allermeisten Menschen lieben Schokolade. Es hat den Sinn und Zweck, die Stimme zu entspannen, weil Genuss ist ein Zustand in unserem Körper, der wirklich die Kehle locker werden lässt. Und das ist ein Ziel in der Stimmarbeit, dass wir lernen, die Kehle aktiv zu lockern und einfach zu sagen, okay, ich versuche mal, meine bestmögliche gelockerte Stimme aufzusuchen und zwar sehr bewusst aufzusuchen. Und diese Lage heißt Indifferenzlage. Das heißt, den Stimmlippen ist es egal, wie lange wir sprechen, also auch Stimmbelastung wird hier quasi gelöst und es klingt sehr souverän und es klingt sehr stark, wenn wir da sprechen. Du merkst vielleicht, das vibriert bei mir hier so auf der Brust, wenn ich die Hand hier hinlege, dann hört man so einen kleinen Bass, das wird man auch einfach über das Zuhören mitkriegen. Wenn ich die Hand da hinlege, brummt es. Also ich lege jetzt meine Hand aufs Brustbein, für die, die das nicht sehen können. Und wenn ich das nicht tue, diesen Anker nicht habe beim Sprechen, dann klingt die Stimme auf einmal ganz anders. Dann merkst du, ich bin nicht mehr da, verbunden mit meinem Körper, sondern bin höher gegangen. Es ist nicht wirklich viel höher, aber es hat nicht mehr diese Verbindung, diesen Bass dazu. Und dafür ist diese Übung da, dass wir eine Verbindung zum Körper aufnehmen. Und immer dann, wenn wir das tun, klingen wir voller, klingen wir begeisternder, klingen wir authentischer, lustigerweise. Nur du hast den Unterschied jetzt auch gehört, ne? Ja, definitiv. Ganz anderen Eindruck hinterlasse ich, ob ich meinen Körper mitsprechen lasse oder nicht. So, und deswegen ist die Schokoladenübung so schön, wenn du deine Hand da aufs Brustbein legst und einfach so ein genussvolles, auch ein schönes Wort, genussvolles machst. Und jeder, der jetzt zuhört, kann das gerne ja mitmachen. Das ist einfach wirklich so ein und dann fängt das an hier zu schwingen. Genau, sehr schön, guck mal. Ich erweitere das dann, also es gibt verschiedene Komponenten, weil Stimmlockerung auch was Stimmtherapeutisches hat. Es gibt die Kauübung nach Fröschels, das ist aus der Stimmtherapie. Man kaut dann wirklich mit vollem Mund etwas durch. Ja? Dann, also wenn du das mitmachen möchtest, dann einfach so, das ist erstmal der erste Moment, wo die Leute tierisch anfangen zu lachen, was total cool ist, weil Lachen lockert ja auch das ganze System. So, also du machst und dann Schokolade. Sprichst du hinterher Schokolade? Schokolade. Oh, yes. Oh, sehr, sehr schön. Du hast es schon ein paar Mal gemacht. Ja. Es klingt sehr gut, Ulrike. Also, wofür ist es da? Wie gesagt, habe ich gesagt, die Indifferenzlage zu finden, ist ein freudvoller, genussvoller Weg, die zu finden.
Und wir sammeln uns wirklich hier am Brustbein. Und bei manchen Kunden, die ich schon ganz lange kenne, muss ich nur ganz leicht hier hinklopfen und sagen, okay, hey, hier aufs Brustbein klopfen und sagen, ne, komm mal wieder dahin, komm mal wieder in deine Genussstimme rein. Und was wichtig ist bei der Übung, ist, dass man Wörter mit A und O nimmt, weil die leichter dorthin summen. Wenn ich anfange mit Chips oder Pizza, dann geht das gerne in die Kopfstimme. Und das wollen wir eher nicht bei der Übung, sondern wir wollen ganz genussvoll einen breiten, satten Sound hier auf dem Brustbereich haben. Und wenn man das konsequent eine Weile übt, dann kommt man da auch gut hin und auch auf Kommando hin. Ne? Dann kann ich wirklich in der Präsentation sagen, oh stopp, ja, ich will mich hier verankern am Brustbein. Eine tolle Übung. Wenn du als Coach und Trainer mit deinen Klienten arbeitest, was sind denn da so die größten Herausforderungen, mit denen die Menschen zu dir kommen? Die größten Herausforderungen, wir haben schon so ansatzweise drüber gesprochen, also einmal sowas wie, ich dringe nicht durch. Das ist häufig bei Frauen, aber durchaus auch bei Männern ein Thema, je nachdem, wie selbstwertstark jemand ist. Also wie trete ich auf, wie sehr glaube ich an meine Ideen. Da gibt es durchaus auch Berufsgruppen zum Beispiel, die ein bisschen ruhiger drauf sind. Ja, es ist ein großer Unterschied, ob ich mit IT-Menschen arbeite oder mit Vertriebsleuten arbeite, um mal so ein Klischee zu bedienen. Es ist aber tatsächlich auch so, dass einfach die Arbeit was anderes erfordert an Extraversion. Also die Stimme ist dann einfach für manche noch mühsam zu benutzen, weil ich es nicht so viel tue. Und bei anderen ist es, wie kann ich Facetten lernen? Also es ist alles da von Neugierde, einfach, was kann die Stimme noch, bis hin zu einem hohen Leidensdruck, ich werde nicht gehört, ich komme nicht durch oder sogar ich habe Schmerzen, wenn ich lange spreche. Also von stimmgesundheitlichen Aspekten bis hin zu Präsenzaspekten bis hin zu, ich will einfach nur ausprobieren und kreativ mit meiner Stimme umgehen, ist eigentlich alles dabei. Und mittlerweile aber auch so Themen, und da habe ich auch so ein Stück weit ein bisschen umgeschwenkt auf die inneren Vorgänge, ist sowas wie, ich schaffe es nicht richtig auf den Punkt zu kommen oder meine Mitarbeiter hören mir nicht richtig zu oder ich im Team-Meeting treffe ich nicht den richtigen Punkt. Und da, vorhin habe ich die Einfühlung schon erwähnt, das kommt jetzt immer mehr dazu, dass Menschen auch darum bitten, dass dieses Thema mit reinfließt. Ja, ist da auch so eine Angst, stärker gesehen und wahrgenommen zu werden, wenn auch die Stimme präsenter, dass man dann auch als Person und Mensch präsenter ist? Ja, auf jeden Fall. Und vielen ist das ja nicht so lieb. Also gerade wenn Leute introvertierter sind, das ist die größere Hürde. Also man muss mehr tun dafür. Das ist nicht unmöglich, aber ich brauche mehr Mut und ich brauche mehr Pausen anschließend. Also man muss, glaube ich, sehr klar mit sich umgehen können, damit man diese Hürde nimmt. Und ja, klar, ich werde sichtbarer, ich werde hörbarer. Man kann mich nachher vielleicht festnageln auf eine Aussage, die ich gemacht habe. Klar, also das sind alles auch Ängste, die wir haben, mehr gesehen zu werden und vielleicht rauszustechen. Alles das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Du hast ja in deinem Kontext Stimme einen zweiten Schwerpunkt gesetzt und der klang jetzt auch schon mehrmals durch und das ist das Thema Empathie. Dazu hast du auch ein Buch geschrieben, das verlinken wir natürlich in den Shownotes. Was muss man sich darunter vorstellen? Empathie und Stimme. Für mich gab es irgendwann einen auslösenden Moment, wo ich merkte, ich kann Leuten viel Stimmtechnik beibringen. Die können das auch aufnehmen und können das auch umsetzen. Aber wenn die Einfühlung in die Situation nicht gegeben ist oder in die Bedürfnisse des anderen, dann wird es ganz schwer, die Stimmtechnik so einzusetzen, dass die Stimme auch stimmt. Jetzt sind wir wieder an der Frage vom Anfang. Also wie kann ich eigentlich den angemessenen Ton finden? Denn Stimme ist für mich Handlung. Und wenn ich handle, wenn ich wirklich mit einem anderen aktiv in eine Handlung gehe, eine Kommunikation ist auch Handeln logischerweise, dann brauche ich ein Gespür dafür, dass ich möglicherweise den anderen gerade überlatsche mit meinen Bedürfnissen oder den Bedürfnissen vom Unternehmen. Oder ich brauche ein Empfinden dafür, kann der das gerade aufnehmen, was ich dem sage? Ist die Aufgabe dem angemessen, was der kann oder was auch immer? Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, Empathie dann einzusetzen und eine ganz wichtige Führungsqualität.
Und wenn ich vor lauter Ziele erreichen und Ansprüchen vom Unternehmen und was weiß ich was über mein Team drüber renne und drüber walze und die mit Informationen und Aufgaben vollballer, dann fehlt mir in dem Moment möglicherweise, wenn irgendwas nicht läuft, das Einfühlungsvermögen. Also wirklich zu schauen, was kann ich eigentlich tun, damit die Leute so performen, wie ich das brauche oder wie das Unternehmen das braucht. Und irgendwann wurde mir das schlagartig bewusst bei einem Coachee, den ich hatte, der genau dieses Thema einfach mitgebracht hat. Und das war total spannend zu sehen, dass da etwas anderes gebraucht wird, als die reine Fähigkeit, eine Technik zu sprechen, also auf Punkt zu sprechen zum Beispiel. Es war einfach was anderes. Es war ein anderes Bewusstsein und es war ein anderer Wunsch da, auch von dessen Führungskraft. Und da wendete sich für mich das Blatt weg von reinem Handwerk, sage ich mal, wie geht die Stimme eigentlich, hin zu, was brauche ich für eine innere Einstellung, was brauche ich für eine Haltung Menschen gegenüber, um meine Stimme angemessen einzusetzen. Das ist ja eigentlich ein Thema, was bei ganz vielen Berufen relevant ist. Also wenn ich mir den Vertriebler vorstelle, der beim Kunden ist und Empathie für das Leistungsportfolio oder die Produktsituation mitbringen soll, oder der Klassiker, der Zahnarzt, der mit dem Patienten, der Angst hat, spricht und da sicherlich eine andere Tonlage wählt und noch andere Worte, als wenn ein Kind in seinem Zahnarztstuhl sitzt. Müsste man nicht eigentlich das Thema Stimme ja zu so einer Art Grundausbildung auch in der Schule machen? Ach, das wäre toll, oder? Ich würde es großartig finden. Also ja, in ganz, ganz vielen Bereichen wäre es toll. Selbst der Verkäufer, der an der Kasse sitzt, oder die Verkäuferin, manchmal würden die auch profitieren, nicht nur für die anderen und den Kontakt zu den anderen, sondern auch um sich selber zu managen. Weil gerade, also wenn ich jetzt mal dieses Beispiel einer Kassiererin im Supermarkt aufgreife, die kriegt ja den ganzen Tag wirklich auch manchmal unangemessene Töne zu hören und wird irgendwie angegangen. Mir wurde das gerade sehr bewusst in der Corona-Situation, wie die Leute im Supermarkt angegangen wurden, weil bestimmte Dinge nicht da waren. Und da habe ich so gedacht, meine Güte, die sind ja gerade mit einer Aufgabe betraut, mit Kunden umzugehen. Das ist ja Wahnsinn. So, und ja, also eine Grundausbildung, Stimme, ich wäre dabei. Ich finde das super. Also ich glaube, wir hätten viele Probleme weniger, wenn wir da umgehen würden. Wie stark wird das denn in Unternehmen nachgefragt? Also ich kann mich erinnern, dass Präsentationstechniken mit Flipchart und ohne und frei stehen und sprechen, dass sowas angeboten wird, aber eben nicht wirklich das Thema Stimme. Das liegt jetzt auch schon ein paar Jahre zurück, dass ich angestellt war. Wie ist da die Situation heute? Bieten Unternehmen so etwas an, so als Gruppenkurs oder als Einzelcoaching vielleicht eher, aber wird sowas nachgefragt? Ja, sowas wird zum Glück nachgefragt. Also es ist schon immer mehr das Bewusstsein da, dass genau diese Nischen, die wir so unterschätzen, ganz entscheidend sind. Und natürlich, ich biete ja auch Präsentationstrainings an und da ist ja auch der Körper, Bühne, wirklich ein Standing zu haben, ist ein wichtiger Teil davon und das ist super wichtig. Und natürlich geht bei mir kein Präsentationstraining ohne den großen Bereich Stimme einher. Von daher, das wissen die Leute, also die kennen mich als Stimmtrainerin und wissen, wenn sie bei mir Präsentation buchen, dann ist da ein dickes Ei dabei, nämlich das Thema Stimme. Und ansonsten, ja, wird es nachgefragt in unterschiedlichen Kontexten. Gerade in Frauenprogrammen wird es häufig nachgefragt, dass Frauen sich da entwickeln können. Ich habe das jetzt öfter erwähnt, das ist gar nicht nur mein Schwerpunkt, aber ein Anliegen, weil ich das einfach sehr, sehr wichtig finde. Und ansonsten, ja, finden viele das so faszinierend, weil sie sich damit noch nie beschäftigt haben. Also was kann ich mit der Stimme eigentlich machen? Und deswegen, ja, Unternehmen fragen das immer wieder, Gott sei Dank, nach. Und ich freue mich drüber und ich freue mich über jedes neue Unternehmen, was sich darüber dafür interessiert und dann das Thema angeht. Gibt es da eigentlich Berufsgruppen? Also wir hatten jetzt von Frauen und Männern gesprochen, aber gibt es auch Berufsgruppen, wo das Thema leichter aufgenommen wird und bei anderen, wo man sich so ein bisschen die Zähne ausbeißt? Ach ja, in der Tat. Ich habe ja vorhin dieses Klischee mit IT und Verkauf aufgemacht. Also Verkaufsleute, Vertriebler sind sehr, sehr offen und sehr interessiert und merken, dass im Bereich Marketing oder Werbung ist allen bewusst, dass das Thema Stimme sehr, sehr relevant ist.
im Bereich IT arbeite ich auch sehr, sehr gerne und es ist ein bisschen, wie soll man sagen, es braucht ein bisschen länger, bis das Bewusstsein da ist, weil die Relevanz für diese Berufsgruppe nicht so da ist. Mhm. Ansonsten Führungskräfte sind sehr, sehr interessiert immer wieder. Und also ganz unterschiedliche, auch wie du sagtest, Einzelcoaching ist natürlich auch nochmal ein anderes Thema, ne? Wenn jemand das Geschäftsjahr vorstellen soll, will und da sind kritische Töne dabei, wie mache ich das eigentlich und solche Geschichten sind auf jeden Fall oft nachgefragt, aber ja, Berufsgruppen, die zählen an den, das hattest du gefragt, manchmal schweife ich ein bisschen ab. Berufsgruppen, ich weiß es nicht, ich kann es eigentlich so nicht bestätigen. Wie gesagt, IT als Klischee ist manchmal ein bisschen, weil es einfach ruhiger zugeht, manchmal ein bisschen anders von der Dynamik her, aber ansonsten bin ich immer wieder happy und erstaunt, wie viele Berufsgruppen dann auf einmal auf mich zukommen. Und Berufsgruppen, von denen ich noch nie was gehört habe und denke, wow, wie cool, die sind jetzt auch dabei. Also ich lerne sehr viel, auch über irgendwelche Schmierstoffe in Motoren und über Flugzeugwartung und ich weiß nicht was, wo ich schon alles war. Und das ist total schön zu sehen, dass ganz, ganz viele Berufsgruppen sich auf den Weg machen und sagen, hey, da haben wir eine Relevanz gefunden für uns und das möchten wir weiterverfolgen. Ja. Insofern, so richtig Zähne ausbeißen, nö, muss ich nicht. Ich glaube auch, dass es dann oftmals davon abhängt, mit welchen Argumenten oder mit welcher Technik man die Menschen begeistert. Also ich komme ja selber aus der IT, ich kann jetzt mit den Schmierstoffen nicht ganz so viel anfangen, aber aus meiner IT-Brille würde ich sagen, wenn man bei mir zum Beispiel mit Technik kommt und dann erklärt, wie so eine Stimme von der Technik her funktioniert und wie die einzelnen Komponenten da ineinander und miteinander spielen, ich glaube, dass man die Menschen dann eben auch schon catcht und damit schon einfängt und dass die sagen, boah, das ist ja spannend. Da würde ich wieder mehr verstehen, wie das vom Technischen abläuft. Genau, und da haben Menschen sehr unterschiedliche Bedürfnisse. Also die sachlich orientierten Menschen, die sind natürlich dann so super happy, wenn man mit wissenschaftlichen Sachen wirklich reinkommt und andere wollen sofort machen. Ne? Also das zu erspüren ist auch super wichtig bei jeder Berufsgruppe. Insofern habe ich eher Spaß dran, dann zu finden, wo ist der Schlüssel, genau wie du sagst. Ne? Ob die ITler dann eben dieses Rauskniffeln von kleinen Zusammenhängen, ob sie damit dann reinkommen oder der Vertriebler, der sofort ins Rollenspiel hüpfen will. Also das ist sehr unterschiedlich und das macht aber gerade Spaß, dass jede Persönlichkeit etwas anderes braucht. Und bedürfnisorientiert zu arbeiten ist hier, glaube ich, eine sehr, sehr gute Idee an der Stelle. Nicht nach Schema X, sondern wirklich, Schema F heißt es, sondern tatsächlich in dem Moment zu schauen, was braucht eigentlich wer. Und deswegen ist es, jedes Training ist ein bisschen anders und jedes fängt anders an und hört anders auf. Und das finde ich sehr, sehr schön. Ja, und regional, also wenn ich mir jetzt mal so nächste Schublade, so die Bayern anschaue und dann die Berliner und ich selber bin ja Rheinländerin, gibt es da so schwere Bereiche? Das kann man so nicht sagen. Und ich glaube, da bin ich auch nicht der Mensch für, der dann da sitzt und sagt, oh, das war jetzt aber schwer mit denen. Da gibt es sicherlich Unterschiede. Und dann mixt es sich wieder mit der Berufsgruppe. Also insofern, klar gibt es irgendwie Gegenden. Das merke ich mehr beim Vortrag, ehrlich gesagt. Das merke ich mehr, wenn ich Vorträge halte im Süden und im Norden und auch ne, im Rheinland. Im Rheinland habe ich das Gefühl, ich brauche nur einen Karlauer rauszuhauen und schon sind die bei mir und lachen. Ja. Während das, was ich beim Münchner Publikum manchmal ein bisschen länger dauert. Ja. Und auch je nach Umfeld, ne, wer bucht mich da jetzt gerade, was sind da für Leute, ja? Wenn das so die intellektuelle Oberschicht ist, die braucht ein bisschen Zeit, bis sie warm wird. Um das mal so auch salopp zu sagen, da kommt man eher auch mit Kompetenz dann wirklich durch die Tür. Und manchmal merkt man, hier ist gerade so ein bisschen Partystimmung, ne? Da kann ich eher mit anderen Inhalten reinkommen. Also insofern unterschiedliche Resonanzen, unterschiedliches Humor reagieren in Vorträgen, das ja, in Trainings nicht Riesenunterschiede. Nö. Das sind alles Menschen, die sich interessieren. Und natürlich ist es lustig, mit einer Berliner Schnauze dann auch ins Gespräch zu gehen, genauso wie mit einem unterkühlten Norddeutschen. Ne? Also mittlerweile habe ich sie alle lieb gewonnen und finde das immer toll. Ich merke bei mir immer wieder, dass ich so die letzten Silben tendiere zu verschlucken.
weil ich ja Rheinländerin bin. Ich weiß jetzt nicht, ob andere Sprachen das auch so haben, also ob im Bayerischen das auch gemacht wird, keine Ahnung. Ich weiß nur bei mir als Rheinländerin, dass ich das mal gerne so weglasse. Ist das dann schon Nuscheln oder ist das einfach nur Silbe verschlucken? Das ist erstmal nur Silbe verschlucken. Und tatsächlich okay. gibt es, also Theodor Siebs ist der Urvater von unserer Aussprache. Und der hat damals untersucht, dass es eine Bühnenaussprache gibt, also wirklich, wo du jede Silbe wirklich aussprechen solltest. Und gleichzeitig gibt es eine gemäßigte Hochlautung, also etwas, wo man wirklich auch am Ende das EN zum Beispiel auch nur durch ein N ersetzen kann, durch ein N. Ne? Also ich mache das auch. Yeah. Und insofern, nein, also nur Silben verschlucken am Ende ist völlig legitim und völlig in Ordnung. Und es wäre total komisch, wenn wir jetzt alle anfangen würden, Endsilben auszusprechen. Dann würden wir Gott sei Dank. Ja. Also überhaupt kein Problem. Und klar gibt es dann so kleine Facetten, die ich aber auch sehr liebenswert finde, dass man bestimmte Gegenden auch mal raushören darf. Ja. Dialekte verschwinden ja immer mehr und mehr und ich finde das schade auf eine Art, dass das so ist, weil es einfach ein Kulturgut ist, wir brauchen die auch und insofern finde ich solche Sachen eher charmant. Wenn es so weit geht, dass man dich nicht mehr verstehen könnte, wo du weit von entfernt bist, dann würde man sagen, okay, jetzt brauchen wir den Dialekthobel und wir machen mal die gröbsten Auffälligkeiten oder Abweichungen von der Hochlautung, die gucken wir uns mal an. Ne? Ja. Wenn du sagen würdest, das stört mich jetzt immens, können wir da was machen? Ja, dann kann man natürlich sich das angucken und schauen, wo ist es relevant, bei welchen Wörtern, das ist nicht jede Endsilbe gleich und solche Sachen. Aber nein, Nuscheln ist was anderes tatsächlich. Ja, da frage ich dann gleich nochmal nach. Ich bin jetzt darauf gekommen, weil ich mir meine Solo-Folgen auch immer nochmals anhöre, um auch zu schauen, wo muss ich noch was wegschneiden. Und da fällt mir das dann doch immer wieder auf, dass ich mir sage, ach Winzer, da hast du wieder das EN vergessen. Verschluckt, genau. Und daraus ist dann diese Frage entstanden. Ja. Das Nuscheln. Was genau ist eigentlich Nuscheln und wie entsteht es? Das hat unterschiedliche Gründe. Also erst einmal ist es wirklich ein muskulärer Vorgang. Also erstmal hat es viel mit unseren Muskeln hier zu tun im Mundraum. Also es ist ja so das Kernstück der Sprecherziehung, ist ja wirklich zu schauen, okay, wie bilde ich eigentlich welche Laute und wie funktioniert das? Und wir haben Vokale und Konsonanten. Vokale brauchen erst einmal viel Raum im Mund und brauchen ein bisschen mehr Platz. Für Leute, die nicht ganz so deutlich sprechen, ist tatsächlich die Arbeit an Vokalen ganz wichtig. Das hörst du jetzt, Vokalen, dass ich wirklich anfange, mehr Raum den Vokalen zu geben. Also gerade beim eigenen Namen oder wenn ich mich am Telefon melde und meine Firma so runternuschel, das sind so Klassiker. Weil wir das jeden Tag 100.000 Mal machen und irgendwie nicht mehr die Aufmerksamkeit haben dafür, dass der andere das verstehen sollte. So, also wir nuscheln sehr, sehr oft beim eigenen Namen. Und diese Dinge mal zu untersuchen und Vokale zu finden und zu schauen, okay, hier könnte ich ein bisschen dehnen, könnte ich ein bisschen mehr Platz schaffen für die Aussprache. Das wäre erstmal eine gute Idee, wenn du merkst, du bist undeutlich. Also daran scheitert es oft, wenn Leute mit wenig Vokalkampf sprechen. Dann merkst du auch, es wird total knapp und da ist kaum Stimmklang da. Und die sind total, also es wirklich, ich nenne das manchmal Eichhörnchensprache, weil man beißt sich so durch die Sprache durch mit ganz kleinen Hapsen und erlaubt keine Präsenz mit der Stimme. So, ja. Das ist immer so eine Form von Nuscheln, ist sozusagen die Vokale so knapp zu halten, dass auch das Sprechtempo hoch wird und dadurch wir einfach unverständlich werden. So. Mhm. Das andere ist wirklich, das betrifft dann die Konsonanten selber, also P, T und K und F, S und so weiter. Verschiedene Konsonantengruppen haben wir da. Und wenn die unsauber gebildet werden, also nicht die richtige Platzierung in unserem Mundraum haben, dann fangen die an, lustige Dinge zu tun oder kaum präsent zu werden oder so. Und manchmal mischt sich das dann auch mit wenig Vokalklang und dann haben wir so ein Gefühl von, nehmen wir mal so ein Wollknäuel aus dem Mund raus. weil es einfach keine Form mehr hat. Also die Aussprache, es nähert sich alles so einander an und man hat das Gefühl, da ist irgendwie ein Fremdkörper im Mund, sodass sich das nicht mehr so verständlich anhört. Ursachen hat das viele tatsächlich bis hin zum Schluckmuster als Baby. Also wie wurde ich gefüttert?
bin ich gestillt worden, habe ich die Flasche wow. bekommen. Hat man früher tatsächlich die Nuckel, die Löcher von den Saugern größer gemacht, damit das Füttern schneller wird, habe ich ein anderes Schluckmuster entwickelt und durch das andere Schluckmuster habe ich die Zungenmuskulatur anders ausgebildet und dadurch habe ich möglicherweise eine verwaschene Aussprache. Also es geht ganz weit zurück, dann gibt es natürlich so Erscheinungen in der Sprachentwicklung, dass bestimmte Laute nicht gut ausgebildet werden in der Entwicklung, dass Muskeln nicht ausgebildet werden. Das sind alles so kleine Erscheinungen bis hin zu, dass irgendwie auch Formung es schwierig macht im Mund. Aber so, da gibt es unterschiedliche ja, Ausprägungen bei jedem Menschen. Ich frage das oft nach, wie wurdest du ernährt als Kind, als Baby? Viele fragen dann nochmal zu Hause nach, wie war denn das eigentlich, bin ich gestillt worden oder was auch immer. Das ist eine spannende Frage tatsächlich und ja, da erklärt sich dann viel und dann guckt man sich auch tatsächlich so Schluckmuster mal an. Das war ein Anruf und das tut mir total leid. Ich weiß immer noch nicht. Ich stelle mal, glaube ich, einfach mein Handy auf Flugmodus. Das sind so die Finessen. Ne? Das war ein netter Kollege, der wollte auch mitreden. Der wollte seine Stimme zur Geltung bringen. Ja, auf jeden Fall. Ich habe jetzt hier den Flugmodus drin und dann kann auch jemand anrufen. So, also, wir waren bei den Ursachen vom Nuscheln. Ne? Also, genau. Also Schluckmuster ist so ein wichtiges Thema. Gewohnheit, auch ein bisschen zu Schüchternheit. Ich will nicht so in Erscheinung treten. Was bedeutet das für mich, wenn ich meine Stimme erhebe, wenn ich deutlich und klar spreche? Also all das spielt eine Rolle. Und ja, da kann man eine ganze Menge tun. Das heißt, aber auch Tempo ist wahrscheinlich so ein Mechanismus, der einen verführt. Je schneller ich rede, desto eher tendiere ich dazu, zu nuscheln. Ja, genau. Also Sprechtempo, das hängt wiederum, was ich ja gerade sagte, mit den Vokalen zusammen. Wenn ich die so ganz knapp spreche, bin ich auf jeden Fall schneller. Und ein anderes ist die Sprechmelodie. Wenn ich nicht lerne, wirklich zu strukturieren, also auf Punkt zu sprechen, sondern aufzähle und aufzähle und aufzähle und aufzähle und dann weiß man gar nicht mehr, wo man war und dann verhaspelt man sich. Und das sind auch Sachen, die erstmal vordergründig betitelt werden mit ich spreche so undeutlich, aber letztlich ist es dann eine Frage von der Sprechmelodie und der Sprechstruktur. Ja, ich bin auf die Frage auch nur, in Anführungszeichen nur, deshalb gekommen, weil du unter deinen Vorträgen stehen hast, die einzigen Vorträge mit Anti-Nuschel-Faktor. Genau. Und dann dachte ich mir, das ist mal eine spannende Frage herauszufinden, wie entsteht das Nuscheln eigentlich? Yeah. Aber ihr merkt schon, liebe Zuhörer und Zuschauer, Monika Hein hat ein unglaubliches Spektrum an Wissen. Also ich bin völlig fasziniert, was man mit Stimme alles machen kann. Und freue mich total, dass sie hier so viel Input gibt. Deshalb habe ich zum Abschluss, frage ich immer ganz gerne nach drei Tipps. Also bevor jemand sagt, ich gehe jetzt zu dir ins Coaching oder ich lasse mich mal unterstützen, gibt es so drei ganz einfache Tipps, die jeder machen kann, womit jeder mal anfangen kann, um mit der eigenen Stimme etwas zu bewegen, etwas zu verändern. Der erste Tipp, den ich immer gerne gebe, ist, nimm dich auf. Also nimm deine Stimme auf und hör dir an, was da los ist. Weil die meisten Leute haben so eine große Scheu hinzuhören, wie klinge ich eigentlich. So, das ist der erste Schritt. Gewöhn dich daran, was du da machst. Also du machst das sowieso. Ich nutze jetzt das Du mal universell. Also versuch wirklich hinzuhören, was mache ich da genau. Was ich nicht kenne, kann ich nicht verändern. Und insofern lerne kennen, was tust du beim Sprechen? Wie klingt es eigentlich? Wie viel Melodie habe ich eigentlich? Was daran stört mich eigentlich letztlich? So, je mehr ich das kennenlerne, desto mehr kann ich damit arbeiten. Das ist mein Trick Nummer eins. Tipp Nummer zwei ist tatsächlich, diese Schokoladenstimme zu üben. Das haben wir ja vorhin ausgiebig besprochen. Das macht in relativ kurzer Zeit ganz viel aus. Und dann als dritten Tipp, schau mal auf deine Körperhaltung, wenn du sprichst, weil dein Körper ist dein Instrument. Genau, da verändert sich gleich. Also dein Körper ist dein Instrument und damit kannst du zum Klingen bringen oder eben nicht. Und im besten Falle tun wir das. Und deswegen ist die Körperspannung, die Körperaufrichtung, ja, wirklich königlich sichtbar zu sein, ist sehr, sehr essentiell für eine volle Stimme.
Also als Zuhörer könnt ihr das jetzt nicht sehen, weil ihr ja nur hört. Ich habe jetzt direkt mich gerader und aufrechter hingesetzt, weil ich versuche natürlich so zu sitzen, dass ich gut in der Kamera abgebildet bin. Aber wenn ich jetzt gerade sitze, dann ist mein Kopf oben schon so ein bisschen abgeschnitten. Und ich habe mal gelernt, dass das eigentlich suboptimal ist. Also es muss immer oben noch so ein bisschen Raum sein. Und jetzt hänge ich wieder so ein kleines bisschen im Sessel. Heißt auch, ich werde nächstes Mal einfach die Kamera etwas höher stellen, damit ich dann schön aufgerichtet und gerade sitze. Und dann kommt meine Stimme auch nochmal ganz anders rüber. Also ihr merkt schon, man kann doch so einiges bewegen. Monika, ich habe zum Abschluss immer drei Fragen, die ich allen meinen Gästen stelle. Und die sind auch relativ einfach und das Spannende ist dann immer zu sehen, wie unterschiedlich die Menschen darauf antworten. Die erste Frage ist, warum bist du gut in dem, was du tust? Weil ich das sehr liebe. Weil ich das liebe, Menschen in ihre Stimme reinzuführen und reinzubringen und weil ich absolut daran glaube, dass wir damit ganz viel bewirken können. Ich glaube, das hat man auch im ganzen Interview und im ganzen Gespräch gespürt und gemerkt. Hast du ein persönliches Motto, so eine Art Leitmotiv? Mehrere eigentlich. Also einmal, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Von Kästner ist es, glaube ich, ne? Ich benutze das so oft. Ich denke, das ist von Erich Kästner, glaube ich. Und dann das zweite ist, life is what you think it is. Also kreier dir deine eigene Wirklichkeit auch ein Stück weit so, also dass du auf deine Gedanken aufpasst und schaust, in welche Richtung tendiere ich, eher in den Mangel oder in die Möglichkeit. Und als Coach, glaube ich, bin ich schon sehr infiltriert mit diesem Möglichkeitsdenken und ich glaube, das ist einfach die bessere Art zu denken. Was heißt die bessere? Die schönere, inspirierendere. Ja. Und das ist von Don Miguel Ruiz. Oder wie auch Rus, oder wie auch man das spricht. R-U-Z geschrieben, genau. Da muss ich jetzt, oder da würde ich jetzt gerne doch nochmal einhaken oder rein fragen, kann ich durch das Denken, ich habe eine volle, kraftvolle Stimme, dadurch auch etwas bewegen mit meiner Stimme, dass sich die verändert? Unterstützt das den Prozess? Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Also wenn ich mir dauernd einrede, ich werde nicht gehört oder keiner hört mir zu, dann ist das natürlich auch so eine Art self-fulfilling prophecy, weil mein Körper darauf reagiert. Und insofern glaube ich sehr an solche Affirmationen. Ich vertraue meiner Stimme. Ich glaube, dass sie da ist und dass sie mich nicht im Stich lässt und solche Geschichten. Ja, also volle Stimme, selbstbewusst, ich klinge selbstbewusst. Also das kann ich mir durchaus vorher sagen und meine Gedanken entsprechend eingrooven. Super, noch ein toller Tipp. Und die dritte und letzte Frage, was ist deine wichtigste Erkenntnis aus deinem gesamten beruflichen, ja, Lebensweg? Meinst du das bezüglich anderer Menschen und der Arbeit oder auf mein eigenes Fortkommen? Mehr so auf dich bezogen. Also wenn du mal so Revue passieren lässt, wie deine berufliche Entwicklung war, der eine stellt dann fest, naja, es gab immer Luft nach oben oder es kam immer anders, als man sich so gedacht hat. Da hat ja jeder in seinem Lebensweg oder in seinem beruflichen Lebensweg, ich will das Private dann mal so ein bisschen außen vor lassen, aber jeder hat ja so andere Erfahrungen gesammelt und darauf bezogen. Ja, also für mich ist immer das Motto gewesen, wenn eine Tür zugeht, geht eine andere auf. Also auch wenn Veränderungen Angst machen oder, also beim Selbstständigen ist das Leben nie gleich. Also wir sind in sich schon Veränderung per se, jeder Tag ist anders. Und insofern habe ich die Erfahrung gemacht, Vertrauen zu haben, dass wenn man weiter dafür brennt, dass die Dinge auch weitergehen werden. Jetzt auch in Corona hat sich mein Berufsleben komplett verändert und ich habe ganz viel Vertrauen darin geschöpft, weil vieles auf einmal online lief, ohne dass ich viel dafür machen musste und das war ganz toll und da habe ich viel gelernt wieder in Bezug auf Vertrauen. Also wenn du klar bist in deiner Botschaft und wenn du liebst, was du tust, dann passieren die Dinge, dann gehen die weiter, die hören nicht einfach auf, nur weil auf einmal die Umstände anders sind. Ich glaube, das ist auch ein schönes Bild. Wenn die Tür zur alten Stimme zugeht, dann öffnen sich mit der neuen Stimme ganz viele neue Perspektiven und Möglichkeiten. Ja, schön. Schöner Übertrag ins Thema. Genau. Super. Ja.
Monika, wenn man mit dir arbeiten will, wenn man, eine Frage ist mir noch eingefallen. Du hast vorhin gesagt, du arbeitest an einem neuen Buch. Kannst du darüber schon etwas sagen, so als Moorrübe zum Hinhalten? Ja, also es wird ein 30-Minüter bei Gabal. Das sind diese kleinen Bücher, die man in 30 Minuten durchlesen können soll. Ich habe noch nicht die Zeit genommen, deswegen weiß ich es nicht aus erster Hand, aber so heißen sie. Mhm. Also heißt die Reihe 30 Bücher. Und es wird um das Thema Selbstempathie gehen. Also wie gehe ich mit mir selber um? Und gerade das Thema Stimme finde ich einen wichtigen Bestandteil davon. So komme ich auch dahin, Selbstfürsorge, mich selbst zu hören, meine inneren Stimmen zu hören. Und daran arbeite ich gerade. Und das ist auch manchmal herausfordernd, weil ich das auch leben will, was ich da schreibe. Und dann muss man sich immer wieder mal eingestehen, oh, okay, interessant, da ist auch noch Luft nach oben. Also super. Schreiben ist immer ein Prozess von Selbstreflexion. Sehr spannend. So, jetzt aber, wenn man mit dir arbeiten will, wenn man Vortrag, Coaching, was auch immer, wie findet man dich, wo findet man dich? Also man findet man, oh Gott, meine Sätze. Also nochmal, wir haben so viele Sätze schon gesagt. Man findet mich auf meiner Homepage www.monikahein.de. Da ist erstmal sind alle Infos zusammen und natürlich auf den üblichen Verdächtigen wie LinkedIn und Xing und Facebook, also überall da habe ich meine Accounts und findet man unterschiedliche Contents. Und wenn man buchen will, dann einfach auf die Homepage gehen. Mhm. Und wer jetzt nicht weiß, ob man Monika mit K oder mit C und Hein mit 2H oder mit einem H schreibt, für den verlinke ich das natürlich alles nochmal in den Shownotes. Super. Sehr gut. Monika, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du so viele tolle Impulse, Tipps, Ideen und Hinweise gegeben hast, auch so viele neue Tore geöffnet hast und Blickrichtungen. Vielen, vielen Dank dafür. Sehr gerne. Danke, dass ich da sein durfte. Und ich danke natürlich auch dir, lieber Zuschauer und Zuhörer, dass du wieder mit dabei warst und eingeschaltet, zugeschaltet hast. Und ich freue mich natürlich sehr, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist oder wenn du diese Folge teilst an Menschen, für die das auch interessant ist. Und bis zum nächsten Mal. Sei großartig und mach einfach Change. Deine Ulrike Winzer.